Willkommen zurück, ich bin Gordon und dies ist das erste Video einer Videoreihe zu meinen Erfahrungen für Präzisionspatronen. Mit Präzisionspatronen sind Patronen gemeint, die Treffgenauigkeiten unter 1 Moa erlauben. Und in diesem ersten Video geht es nun um das Thema Hülsen, also müssen es neue Qualitätshülsen sein, Hülsenhals abdrehen, ja oder nein, Zündglocke fräsen und so weiter. Los geht's! Also unter 1 Moa. Was war jetzt nochmal 1 Moa? Moa ist die Abkürzung für Minute of Angle, übersetzt Winkelminute. In der Einblendung seht ihr jetzt eine Grafik, die verdeutlicht, dass 1 Moa auf verschiedenen Distanzen eine verschiedene Kreisfläche im Durchmesser bedeutet. 1 Moa ist auf 100 Meter eine Kreisfläche von ca. 29 bis 30 mm. Alle Schusslochmitten, die sich innerhalb eines Kreises von 29 mm befinden, liegen also im Bereich von 1 Moa. Alle, die in einem halb so großen Kreis, dann im Bereich von einem halben Moa und so weiter. Wenn ihr an eurem Zielfernrohr, also zum Beispiel die Einteilung von 1/4 Moa habt, dann verstellt sich der Treffpunkt bei 4 Klicks um 29 mm in die jeweilige Richtung. So, nun zu den Hülsen. Also insgesamt möchte ich noch kurz bemerken, dass das natürlich alles nur meine persönliche Erfahrung ist. Und das soll jetzt kein Nonplusultra oder das absolute Muss sein, was ich hier erzähle. Nehmt das als meine Erfahrung. Ja, also die Kernfrage, die sich dabei stellt, ist, muss man jetzt wirklich neue Hülsen kaufen? Das natürlich für Flaschenhülsen. Eine Ausnahme bilden die Hülsen, die zylindrischen Hülsen, wie zum Beispiel für die 4570, die kaufe ich neu, weil die fertigen Patronen sind mir einfach viel zu teuer und meine wiedergeladenen Patronen entsprechen meinen Anforderungen. Bei Kalibern mit Flaschenhülsen mache ich das immer so, dass ich mir eine Packung des entsprechenden Kalibers kaufe, also zum Beispiel 8x57 ES, und dann verwende ich die Hülsen, nachdem ich die einmal verschossen habe. Der nächste Punkt ist Vollkalibrierung oder nur Halskalibrierung. Das hängt natürlich von der Waffe ab. Bei Repetierwaffen, also zum Beispiel bei meinem Gewehr 98, da mache ich grundsätzlich nur eine Halskalibrierung. Und bei Selbstladebüchsen, da muss eine Vollkalibrierung erfolgen. Insbesondere bei 223 Remington nach meiner Erfahrung. Da sind wir auch schon beim dritten Punkt, das Bestimmen des Innenvolumens. Für das Bestimmen des Innenvolumens gibt es ja verschiedene Varianten. Die einen litern aus. Ich fand das zu kompliziert, zu viel Sauerei und auch ein bisschen zu ungenau, weil mir ist dann doch ein Tropfen zu viel rein oder nicht, Oberflächenspannung und solche Scherze. Ich wiege die Hülsen schlussendlich nur aus. Dazu müssen sie gewaschen sein, getrimmt und kalibriert. Das ist halt wichtig. Wenn man sie nicht wäscht, dann bleiben natürlich Rückstände drin, die wiederum ihr eigenes Gewicht haben und so weiter. Ein weiterer Punkt sind die Hülsenhälse. Die bestimmen, wie fest das Geschoss gehalten wird. Und das resultiert natürlich dann in verschiedenen Drücken und in verschiedenen Geschossgeschwindigkeiten und damit Treffpunktlagen. Um das sogenannte Spannmaß zu messen, also wie fest das Geschoss gehalten wird oder die entsprechende Vorspannung, das Untermaß des Hülsenhalses, messe ich den Innendurchmesser des Hülsenhalses mit einem guten Messschieber. Hier sieht man auch, warum es notwendig ist, einen guten Messschieber zu haben, weil man hier mittlerweile in Hundertstelbereich misst. Und nach meiner Erfahrung ist ein Untermaß von 3 bis 8 Hundertstel Millimeter optimal. Darüber hinaus ist der Kraftaufwand zum Geschosssetzen zu groß. Um die Innenkalibrierung des Hülsenhalses perfekt hinzukriegen, gibt es natürlich High-End-Matrizen mit verschiedenen Einsätzen. Man kriegt das aber auch mit normalen Matrizen hin, indem man einfach schaut, wie viel oder wie oft man die Hülse über den Innenkalibrierer und nur über den Innenkalibrierer bewegen muss, bis dann das gewünschte Maß eingestellt ist. In meinem Fall verwende ich für 8x57 ES eine Halskalibriermatrize von Redding. Und nachdem ich die Hülse dann einmal halskalibriert habe,
führe ich die dann noch einmal über den Inkalibrierer und damit erreiche ich dann ein Untermaß von 500stel unter dem Geschossdurchmesser. Das Innenmaß ist wichtig, aber wie sieht's aus mit dem Abdrehen des Hülsenhalses? Nach einigen Testreihen, die ich durchgeführt habe, muss ich dann feststellen, dass selbst mit S- und B-Hülsen da keinerlei Unterschied in der Präzision festzustellen war und daher lasse ich das dann einfach sein. Mit Qualitätshülsen wie von Lapua oder Norma war es generell unnötig, weil Messungen ergaben, dass da die Maßhaltigkeit gegeben war. Der nächste Punkt ist das Trimmen und Entgraten. Neue Hülsen und auch gebrauchte Hülsen auf jeden Fall immer entgraten. Das Trimmen der Hülsen, also das Anpassen der Länge, auf jeden Fall immer bei verschossenen Flaschenhülsen. Zylindrische Hülsen längen sich nicht und müssen nach meiner Erfahrung generell überhaupt nicht getrimmt werden. Bei Flaschenhülsen ist es deswegen notwendig, weil sie sich ja aufgrund ihrer Form und der entsprechenden Druckentwicklung an das Patronenlager anpassen und dabei längen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt unseres heutigen Videos, den Zündglocken. Das Reinigen der Zündglocken ist selbstverständlich, damit eben das Zündhütchen auch entsprechend gut und tief gesetzt werden kann. Und aber fräsen. Nach ausreichenden Versuchen konnte ich da tatsächlich keinerlei Unterschied feststellen in der Präzision und deswegen lasse ich das einfach sein. Warum sollte man auch etwas tun, was keinen spürbaren oder messbaren Effekt hat? So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des ersten Teils. Im kommenden Video seht ihr unter anderem das Geschosssetzen und die Geschosswahl. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.